stimmungsvolle Männertagsparty im Sportlerheim des FSV. Der neue Pächter Alex nimmt die Tradition des berühmten Barlibofünfkampfes auf und stiftet als begehrten Preis ein Spanferkel. Da lassen sich die Männer nicht lange bitten. Begonnen hatte der Wettkampf mit Korbball. Hier der Mannschaftskapitän der ersten Männermannschaft des FSV bei der Demonstration des Gummistiefel-Weitwurfes mit beachtlicher Weite. 17! Und auch Trainer Frank Siersleben demonstriert souverän den Eierlauf mit einem Golfball auf dem Kochlöffel. Dann das Schubkarre-Schieben mit ordentlich Gewicht beladen und es beweist sich, dass nur ein gewisses Maß an alkoholischen Getränken dem Erfolg bei diesem Wettbewerb zuträglich ist. Zum Schluss das Sackhüpfen. Auch hier ist das Gleichgewicht gefragt und so sieht ein Favorit aus. Wie es sich für einen ordentlichen Wettkampf unter Sportsleuten gehört, tagt das Schiedsgericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit und am Ende steht der Sieger fest. Gewinner dieses Barlibofünfkampfs hier am Herrentag 2012, Christian Hoffmann. Er gewinnt den Gutschein für das Spanferkel. Jetzt braucht ihr nur noch Bescheid zu sagen, wann ihr den leckeren Braten haben will. Alle anderen genießen die Frühlingssonne und das eine oder andere Bierchen zum Vatertag.